Ruhe jetzt nicht unbedingt. Wir haben es geschafft. Mit 2 BFG-Schuss. Ich habe keine Ahnung, wie ich die letzten 3 BFG-Points da bekommen habe. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich will es auch nicht wissen. Sie wurden mir wahrscheinlich geschenkt. Das Spiel hat gemerkt, er schafft sonst nicht. Das war eine kleine Geste. Alter, was für eine Arena hier. Oh, da war ich aber echt schon kurz davor zu platzen, falls ihr es nicht mitgekriegt habt. So, ich weiß, ich switche um. Hier habe ich das, was ich brauche. So, es geht weiter. Das Glücksgefühl dann, das könnt ihr euch nicht ausmalen. Ich war kurz schon wieder davor zu verzweifeln. Und dabei bin ich wie auf 2-mal, 3-mal gestorben. Also es war noch gar nicht so weit, dass ich hätte ausrasten müssen. So, ich will da rein. Komme ich da einfach rein oder bin ich da tot? Komme ich natürlich nicht einfach rein. Warum sollte ich da einfach reinkommen? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. So, ich muss das drücken, dann fahren wir wahrscheinlich hoch, ne? Aber ich möchte echt das Ding da wegkriegen. Also die Rüstung will ich haben. Aber wie? Hier muss es noch irgendwas geben. Da oben vielleicht mit dem Schwunghaken hier. Zack. Zack, zack. Nee. Zack, zack, nee. Ich weiß es nicht. Aber ich habe das Gefühl, die Rüstung, die würde mir auf jeden Fall gut tun. Gut ruhen. Die würde mir gut ruhen. Oh, ich bin es. Das ist so eine Erleichterung, dass wir diese Arena jetzt geschafft haben. Ich habe echt gedacht, das ist jetzt für die nächsten Parts das A und O. Gut, wir drücken mal drauf. So. Hä? Kein Fahrstuhl? Hier lang oder wie? Hä? Was? Okay. Das ist mal eine Überraschung. Ich dachte, sie haben einfach mal einen Fahrstuhl. Ich muss irgendwo hin. Okay. Boah, wir haben es geschafft, Leute. Yes! Bis jetzt auch eigentlich finde ich alles regulär. Nein, ich raste nicht aus. Noch nicht. Bin doch gar nicht richtig ausgerastet. So, warte mal. Ich muss hoch, zack, zack. Zack, 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 zack. Drei Tore. Das will ich nicht. Das will ich auch nicht. Das nehme ich erst, wenn es soweit ist. Kettensägen, Johnny, nehmen wir auf jeden Fall mit. So, das ist zu. Das können wir mitnehmen. Das brauche ich auf jeden Fall. Also lass mal liegen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das heißt, die Tore gehen noch auf. Vielleicht kann ich dann unten das Tor dann öffnen. Vielleicht kriege ich dann die Rüstung. Aber vorher muss ich noch da rein und muss noch irgendwie Gedärme entsorgen. Muss ich jetzt da rein? Okay. So. Das wird ja kein Arena-Kampf jetzt werden, oder? Das ist ein bisschen arg eng. Aber mich würde es nicht wundern. So, das nehmen wir. Das nehmen wir. Hier ist so viel Heilung. Ach so, warte mal. Du willst die Ordnung meiner Welt wiederherstellen. Die Dämonen sind an der Macht und bedrohen meine gesamte Schöpfung. Er weiß was? Nicht, dass sie die Sphäre des dunklen Fürsten haben. Ich weiß selber, was bäh ist. Nee, überlegen. Feuer! Warum ist das leer, Alter? Ich habe so viele Gegner zersägt und diese Waffe nie benutzt. Ich bin einfach leer. Diese Waffe habe ich doch echt nie benutzt. So, wird jetzt Zeit, dass du stirbst.
Wäre schon mal eine extreme Hilfe, wenn der eine Johnny sterben würde. So, einmal wieder rein. Das nehmen wir jetzt mit. So, kommen die hier rein? Ja, ne? Ich habe das Gefühl, das kann der. Yes. Nummer 1. Oh, nö. Das ist nicht gut. Erst muss ich den dicken. Boah, ich hänge irgendwie. Bin ich hier. Weiter geht's nicht. Geschlossene Gesellschaft. Heilige Kacke. Yes. Oh, das ist gemein gewesen. Also, da habe ich aber gedrückt, da hat er geleuchtet, Leute. Da habe ich gedrückt, da hat er geleuchtet. Das ist aber sicher gewesen. Das ist ganz sicher. Es wurde festgehalten. Videotechnisch festgehalten, dass das hier nicht mit rechten Dingen vor sich geht. So, wir haben keine BFG, ne? Schade. Jetzt habe ich auf einmal 180 Schuss. Wo sollen die eben hingewesen sein? Ist das irgendwie mit dieser Waffe? Ach, das ist dieselbe Munition. Ach so. Dann ist das vielleicht begründet. Ich kann ja auch runter, ne? Ich muss ja gar nicht hier oben bleiben. Ich würde den gerne einfach platt machen, ja. Aber es wird nichts. Alter, du bist in der Luft. Du versuchst einfach nur aus der Luft wegzukommen. Und die Das ist heftig. Aber eben habe ich es doch gerade so gut hingekriegt. Den einen hatte ich doch relativ easy. Easy peasy. Das war beinahe zu einfach. So, warte mal, wenn ich jetzt hier runterfalle. Ah ja. Diese Chance wird mir genommen. Wir nehmen die Waffe, die gerade gar nichts bringt. Oh, der kommt hier echt einfach rein, ne? Ich liebe ihn dafür, dass er wirklich verzweifelt immer wieder die einzelne Schrotflinte nimmt. Oh, jetzt nimm was anderes, Alter! Er hat nichts anderes, okay. Zwei Zombies vor ihm. Keine Möglichkeit. Himmel, Arsch und Zwirn. So, kurz Eva loruieren. Ist der tot? Yes, easy. Hinter mir ist der andere, Johnny, ne? Sehe ich das richtig? Ja, da ist er. Das ist jetzt die Waffe der Wahl. Meine Güte! Ja, was ist denn jetzt hier? Irgendwas ist doch aber auch mal. Okay, hab ich nicht. Hab ich nicht! Gib mir einen Zombie! Ist das bescheuert. Oh, das ist schon ziemlich bescheuert, dass ich jetzt die richtige Waffe nicht habe, weil er blau leuchtet. Ja, was soll ich denn machen? Och, komm! Ich friere den jetzt ein. Wie ging denn einfrieren? Geh. So, geh, einfrieren, dann auf die andere Seite und Zombie schnetzeln und Energie tanken. Der, warum kommt denn der jetzt hier nicht rein? Der wartet jetzt da unten, oder was? Da ist der Zombie, den brauche ich. So, jetzt heißt es weg. Ich hänge fest, Junge, ich drücke eine halbe Stunde schon nach vorne. Das ist der nächste. Boah. Ich hab mal vorne gedrückt, Alter. Wir werden wissen, wer der hier schubst. Komm. Warte.
Es ist einfach abartig schwer. Und wenn da eine Eingabe nicht so funktioniert, wie man das für sich vorstellt, ihr seht es ja, dann ist man einfach am Arsch. Ist man so am Arsch. Ich bin hier immer zu hängen geblieben. Ich habe nach vorne gedrückt. Aber du wirst von allen Seiten immer wieder nach hinten geschossen. Das ist echt richtig fett. Aber auch ziemlich geil. Es ist geil und scheiße und schlimm. Und ich bin froh, wenn ich es irgendwann durch habe. Ich wollte mich verarschen. Wäre schön gewesen, hätte es mal geklappt. Für keine. Komm mal her, Ding hier. Komm mal her, das Ding. Okay, ich habe schon verstanden, was die hier von mir wollen. Oi. The Glory Hammer wollen die. Oh, nee, 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 nicht einklemmen. Wir wollen nicht einklemmen. Das wollen wir nicht. Jawohl, da ist mir wieder der Glory Kill weggenommen worden. Auf das Ärschchen. Weg, 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 das Rumgeschubse. So. Schießen! Da habe ich wieder einen. Okay, ziemlich geil. Hättest du gerne, Freund Blase, hättest du gerne. So, komm her, komm her. Stress pur. Stress pur. Stress. Einfach nur Stress. Aber geiler Stress. Oi, Stress. So. Ich weiß, ich benutze immer noch meinen Flammenwerfer zu selten. Das ist eigentlich das, was mir oftmals den Arsch retten kann. Und ich denke nicht dran. Gerade wenn ich so in der Bredouille bin. Das geht auf. Ah, hier drüben ist noch eine Arena. Na ja, komm her, renn in den Speck. Was war denn das? Geil. Double the gun, double the fun, super Thunder. Zelda, das meine ich eben. Benutzt das Ding, aber es bringt eben auch nichts. Geil, eine kleine Zusatzarena. Das sage ich doch nicht nein. So, Muni ist wahrscheinlich gleich alle. Holen wir uns mal neue ran. Das gefällt mir. Das kann ich. Oh, was ist hinter mir? Natürlich, er schubst wieder. Da, 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 da. La 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 bamba. Das machen wir auf jeden Fall auch, Leute.
Ne? Ist klar. Den Part werde ich auf jeden Fall aufsplitten. Ich hätte gedacht, dass wir das jetzt in irgendeiner Form... Wir haben den einen, das hier haben wir jetzt ganz gut gemeistert. Aber... Warte mal, wir haben ja eigentlich eine offene Arena. Ich muss ja gar nicht da drüben kämpfen. Ich kann ja eigentlich auch hier rüber gehen, ne? Also wenn das hier wirklich offen ist... Ah, ich muss beide Arenen machen, damit das hier aufgeht, ne? Hätte gedacht, dass mich das rüberschießt. Ah, macht's auch. Hui. Na, scheiß Waffe gerade. Die Frage ist, ob ich dann wieder zurückkomme. Hä? Mir fehlt irgendwie gerade ein Sprung. So. Hä? Warum habe ich den Doppelsprung nicht? Ich springe ganz normal. Ich bin hier nicht den Doppelsprung gesprungen. Er macht's nicht. Er macht den... Ich hab... Wo wird mir das angezeigt, dass ich einen Doppelsprung habe? Gar nicht. Aber ich habe eigentlich einen. Ja gut, dann benutze ich den halt hier. Dann mache ich hier den Shift. Ja, ist ja dämlich. Das ist der reguläre Weg, ne? Das sehen wir alle so. Das ist der reguläre Weg. Das will ich nicht. Geh nochmal zurück. Komme ich jetzt nochmal zurück? Ja, gut. Sehr gut. Ich würde das auf jeden Fall machen hier. Auch wenn die Voraussetzungen jetzt gänzlich schlecht sind. Weil ich gerade sehr viel Energie verloren habe. Das hebe ich mir auf jeden Fall erstmal auf hier. So, let's go. Schutzschilde. So, jetzt kann ich ja hier abhauen. So, dann haben wir den Johnny. Den könnte ich ja eigentlich... Sowas habe ich da mal gelernt. Kritischer Schaden. Ja gut. Den kannst du, glaube ich, seinen Gleiter unten wegballern. Die Frage ist... Ist das sinnvoll, ne? Weil dann muss ich ja direkt wieder in die Hölle rein. Aber ich denke, das ist nicht so schwer. Ich glaube, das Spiel ist hängen geblieben. Bin mir nicht ganz sicher. So, da sind wir wieder zurück. Es war einfach zu viel Action gerade. Es war einfach zu heavy. Ich glaube, der PC hatte gerade keine weiteren Ausreden, wie er mich hätte besiegen können. Und da hat er sich gedacht, okay, machen wir das ganz einfach so. Okay, auf zurück in die Schlacht. Haben wir eigentlich eine BFG? So. Okay. Okay. Kriegt doch keine Energie, ne? Ist euch das mal aufgefallen? Mann, links! Diese Ecken. Nicht gut gemacht. Oh, hier ist zu. Ja, ich würde mal sagen, wir müssen raus.
ob wir wollen oder nicht. Yes! Reingesprungen. Puh. Boah, oh, diese Kante, ey. Ich verstehe es nicht. Nicht schubsen! Nicht schubsen! Ja, komm, das soll jetzt echt mal. Okay, ich würde mal sagen, die andere Arena war wesentlich einfacher. Die war ja wirklich wesentlich einfacher. Das ist ja totaler Hirnschmalz hier. Was habe ich denn noch für Waffen, was irgendwie... Warte mal, ist die hier? Kann ich da nicht irgendwie auch so ein... Nee, aber die Arena ist ja wirklich... Ist viel schwieriger. Die hier drüben, das war ja Pillepalle dagegen, oder? Naja. Hatten wir wohl Glück. Ich glaube, ich muss den Dicken auch erstmal platt machen. Das dauert zu lange. Das Problem ist halt... Genau das. Okay. Okay. So, jetzt könnten wir eigentlich... Ach, das habe ich schon benutzt. Was? Das war aber so nicht gedacht. Oh, yes. Maul. Ja, geil, Leute. Haben wir's doch. Ja, mit der richtigen Taktik ist das natürlich dann ja auch irgendwie machbar. Aber ich finde trotzdem die Arena wesentlich schwieriger als... Also die da drüben, da konntest du ja wirklich inflationär eh drücken. Und hast die da auseinandergenommen. Geil, jetzt sind wir ja eine Runde gerannt, aber das in der Mitte haben wir immer noch nicht aufgemacht. Vielleicht ist das natürlich auch die Idee dahinter, dass wir uns für einen Weg entscheiden müssen, damit man es dann nochmal komplett durchspielt. So, die Dinger will ich auf jeden Fall mitnehmen. Denn ich habe das Gefühl, der nächste Boss oder der nächste
Gegner anstürmen, da werden mir diese paar Dinge auf jeden Fall helfen. So, jetzt keine Energie verblasen. So, ein Doppelsprung hat man gesagt. Oh, du bist so doof. Und damit meine ich mich. Ich brauche den Doppel-Push halt. So, das brauche ich. So. Laut den Korax-Tafeln führt der Tod des dunklen Fürsten zur Zerstörung aller Dämonen außerhalb ihrer Heimat. Ja, da was. Schnellreise, Automap. Wir kriegen sogar eine BFG geschenkt. Brauche ich alles gar nicht, ich bin zu gut. Oh Gott, ich habe das nicht laut gesagt. Ich habe es nicht laut gesagt. Oh, ja. Ja, BFG nehmen wir auf jeden Fall mit, ne? Auf jeden Fall. Auch wenn wir nur einen Schuss haben. Was natürlich nicht so viel ist. So, das haben wir jetzt mal ganz kurz überlegen. Das haben wir. Die zwei werden es höchstwahrscheinlich werden. Okay, Leute, aber ich brauche echt eine kurze Pause. Es tut mir leid, aber ich brauche einfach echt eine ganz kurze Pause. Ich muss mich von diesen heiklen Kämpfen nochmal kurz erholen, nochmal kurz überlegen. Also, das könnte durchaus sein, dass das jetzt der Endboss ist oder nochmal irgendwie so eine Prä-Arena, Prä-Boss-Arena, wo wir auch dermaßen auf den Sack kriegen werden, dass ich natürlich wieder komplett abkotzen werde. Wir werden sehen, das nächste Mal schon wieder. Vielen Dank fürs Zusehen, das Spiel hat abgespeichert. Und das nächste Mal höchstwahrscheinlich der letzte Part. Ich dachte ehrlich gesagt, ich zock's heute schon durch. Aber ich werde das auch aufteilen auf zwei Parts, denn es ist, ja, es ist vergleichsweise ein relativ schwieriges Spiel auf ultra brutal. Wer hätte das gedacht? Also, nächstes Mal wieder einschalten. Danke, ciao.